Mein Name ist Theresa Krahlmann. Ich arbeite als klinischen Scientist. Das bedeutet, ich bin sowohl Ärztin an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Klinik für Rheumatologie und Immunologie, aber ich bin auch Wissenschaftlerin hier am TwinCore, am Zentrum für experimentelle und klinische Infektionsforschung. Wir arbeiten sehr eng mit der Klinik für Rheumatologie und Immunologie zusammen, schon seit mehreren Jahren, weil die Klinik dort natürlich die Patienten sieht, bei denen bestimmte Teile des Immunsystems in irgendeiner Form betroffen sind, entweder medikamentös oder durch die Erkrankung selber. Wir hier im Labor haben die Möglichkeit, die Zellen dann super zu untersuchen und haben zusätzlich auch die Möglichkeit, bestimmte Immunisierungsmodelle oder bestimmte Infektionen auch im Mausmodell zu überprüfen, die wir so am Menschen gar nicht erforschen können bisher. Für mich als Rheumatologe geht es vor allem um die Frage, kann ich meine Rheumapatienten, die mit dem Medikament Rituximab behandelt werden, das heißt, die eine bestimmte Immunzelle, die B-Zelle danach nicht mehr haben, kann ich die impfen? Was wir wissen oder schon wussten, war, dass wir bei solchen Patienten die Antikörperantwort praktisch nach einer Impfung nicht nachweisen konnten. Die große Hoffnung war aber, dass ein anderer Teil des Immunsystems, die T-Zelle, dass die wenigstens durch eine Impfung induziert wird. Und in dem Paper zeigen wir, dass das auch nicht funktioniert. Wenn jetzt aber dringende Impfungen anstehen, wie zum Beispiel eine Influenza-Impfung, weil eine Grippeimpfung gerade ansteht oder Grippewelle, oder wenn die Covid-Impfung, wie jetzt ja dringend ist, dann eben gibt uns das Paper einen Rat, welche Impfstoffe wir nehmen können. Im Covid-Fall die Vektorimpfstoffe. Nach einer Impfung möchte man ja gerne eine gute Immunantwort haben, eine schützende Immunantwort, die hilft, dass man danach dann der Infektion besser begegnen kann. Und wenn die schlechter ist, dann bedeutet das, dass man eben keinen so guten Immunschutz hat nach einer Impfung. Für den biologischen Anteil ist es besonders relevant, weil wir schauen müssen, wie wir Impfstoffe in Zukunft besser designen können, dass sie genau für solche Gegebenheiten, dass vielleicht ein Immunzelltyp fehlt, dann trotzdem funktionieren.